interessanten Gast bei mir, und zwar den Barmi. Hallo. Barmi und ich, wir kennen uns schon viele, viele Jahre, und zwar kennen wir uns so ein bisschen vom Feiern. Und ja, wir hatten eine Zeit lang ein sehr wildes Leben und haben uns so ein bisschen mit diesem Thema Entgiftung beschäftigen müssen. Genau, und so ein bisschen gesunden Lebensstil und wie integrieren wir die Balance in unserem Leben, so, weil wir sind sehr, sehr lebensfrohe Menschen. Und die mich schon kennen, die wissen ja, dass ich sogar ein eigenes Konzept entwickelt habe, eben die 5R-Methode, die Entgiftungsmethode nach Caroline Tietz. Ja, und der gute Barmi hat sie auch schon ausprobiert, hat auch schon mich in einem meiner Workshops besucht. Und heute wird er mal so ein bisschen was erzählen, was mit ihm passiert ist, überhaupt, wie er zu diesem ganzen Thema kam und genau, was das so in ihm bewegt hat. Ja genau, hallo erstmal. Also ich habe Caro so vor knapp 7 Jahren kennengelernt. Und uns ist schnell aufgefallen, dass sehr viele Gemeinsamkeiten haben, außer dem Feiern natürlich. Und eine davon war eben auch, nach dem Feiern schnell sich zu erholen und zu sich zu finden, ein bisschen in sich zu gehen. Und dann hatten wir eigentlich die ganze Zeit regen Austausch. Und Caro hat oft versucht, mich zu ihrem Workshop einzuladen. Und das habe ich dann letztendlich vor knapp 7 Monaten geschafft. Das war über ein Wochenende hier, und dann habe ich mich auch noch ihrem Detox-Programm angeschlossen, habe dann 6 Wochen lang einfach mal das Ganze mitgemacht, auch mit Spaß und Freude. Und ich muss sagen, es hat echt für mich gut funktioniert. Ich habe seitdem auch mein Leben verändert, meine Ernährung und wie ich Sachen angehe, Sachen, die ich eher in mich reinlasse, was ich esse und was ich überhaupt nicht mehr gut finde. Und vieles davon war mir vorher bewusst, aber Caro hat mir natürlich noch so viel mehr gezeigt und erklärt. Und seitdem bin ich weiter dabei geblieben, und heute haben wir uns entschieden, auch dieses Interview zu führen, um mal euch oder anderen Menschen zu zeigen, was noch alles möglich ist und was man alles für sich selbst tun kann und wie man besser bewusst lebt. Ja. Und unser Fokus oder unser Schwerpunkt war ja auch wirklich Thema Balance, weil wir es eben auch wirklich genießen und lieben, tanzen zu gehen, und wir uns auch immer freuen, wenn wir uns auf der Tanzfläche treffen und begegnen. Weil das gehört auch mit zum Leben, einfach mal dieses Loslassen, und man verarbeitet ja auch viel, wenn man tanzen geht. Und genau, wie hast du das geschafft, für dich so die Balance zu finden, also das Gelernte von mir auch umzusetzen und wirklich auch am Ball zu bleiben einfach, weil du bist ja voll straight up, du hast einen geilen Job, du startest voll durch und also wenn ich dich sehe, immer nur denke ich nur, wow, ne, wie gut du aussiehst und so weiter. Also wirklich richtig, richtig toll, was aus dir geworden ist, einfach aus uns allen eigentlich. Erzähl doch mal. Also ich glaube, ein bisschen muss man natürlich dafür auch den Willen mitbringen. Aber als ich dann auch gemerkt habe, dass was ich alles ohne nachzudenken gemacht habe, dann habe ich auch gemerkt, dass ich etwas ändern muss. Irgendwann ging es mir auch in meinem Magen, dass ich mitbekommen hatte, echt diese Magenprobleme, die jetzt seit Monaten nicht mehr vorhanden sind übrigens. Und ich esse so gut wie gar keinen Zucker mehr, trinke den ganzen Tag nur Wasser, meine Haut ist besser geworden, ich habe eine viel bessere Kondition, ich habe eine höhere Lebensfreude und ich bringe wirklich schon eine Grundlebensfreude mit. Aber ich fühle mich jetzt einfach auch viel besser. Du strahlst auch total. Das ist sowieso immer bei allen meinen Teilnehmern auch zu sehen, wirklich, dass sie von innen heraus so total strahlen einfach. Ja, und Caro hat mir da einiges gezeigt. Und ich kann mir seitdem nicht mehr vorstellen, wieder zurückzugehen zu dem, wie ich mal gelebt habe. Mhm. Und Caro hat mir dabei wirklich sehr geholfen. Aber vieles, du hattest ja auch schon so eine Grundvoraussetzung. Das, was ich bei dir immer spannend finde, deswegen bist du ein ganz toller Gesprächspartner für mich und auch schon immer gewesen. Also wir haben ja schon auch sehr, sehr tiefe Gespräche geführt teilweise, weil man sie mit dir auch führen konnte. Weil du einfach wirklich ein Mensch bist, der tiefer guckt, der nicht an der Oberfläche kratzt, sondern wirklich immer tiefer gehen wollte, schon immer gewesen. Also dass dein Interesse nach mehr, nach Bewusstseinserweiterung war ja auch eigentlich schon immer da. Ja, auf jeden Fall. Also seitdem ich glaube mit 13, 14 habe ich irgendwann gemerkt, dass ich die Welt irgendwie nicht so ist, wie man mir das in Disney-Filmen oder so vorgemacht hat. Und da ich viel gelesen habe, habe ich irgendwann angefangen zu merken, dass ich auch vieles hinterfragen muss. Und so kam es, dass ich eigentlich schon recht früh
das zu Hause das Nest verlassen habe und in die große Stadt gezogen bin und so vielleicht etwas früher als andere mir Gedanken über mich selbst und über andere gemacht habe. Und das Ganze hat sich jetzt natürlich so weit optimiert, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe, wie mein Körper funktioniert, was ich wirklich brauche und ob ich teilweise nur Sachen mache, um Zeit zu füllen, teilweise erst gegessen und nachts aufgestanden und mir Zuckerbars oder irgendwas reingehauen. Das ist halt die Gewohnheit. Ja, genau. Ja, ja. Und weil es alle machen. Ja, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr will. Das habe ich auch schon vor 5 Jahren gemerkt, aber ich hatte halt dann noch nicht so die Möglichkeiten. Die Muße. Die Muße, die Möglichkeiten. Mir ging es dann auch zu der Zeit nicht gut. Dann hatte ich noch Altlasten, eine komische Beziehung und so weiter. Aber mittlerweile gehe ich auch viel bewusster einkaufen. Ich schaue mir alles nochmal ganz genau an, bevor ich irgendwas zu mir nehme. Ich esse nur noch, wenn ich Hunger habe. Das ist schon mal ein großer, das ist halt auch krass, ne? Diese Sucht auch nach Essen, ne? Genau. Und nachts aufstehen, in den Kühlschrank gehen, irgendwie irgendwas Ungesundes, das kommt gar nicht mehr vor. Und ja, seitdem wird das auch Schritt für Schritt besser. Und auch mit den Produkten, die Caro anbietet, ihr wisst das vielleicht, ist eine sehr interessante Sache und hat mir sehr gut gefallen und ich war für alles bisher offen. Und ich glaube, das muss man schon mitbringen, auch den Willen und die Lust, offen zu sein. Es geht nicht immer aus Angst, etwas gleich abzuweisen, sondern auch einfach mal ausprobieren und dann kann man ja auch immer noch entscheiden, wie man das findet. Und letzten Endes, die Offenheit ist bei dir ja auch dadurch entstanden, dass du eine Zeit lang auch wirklich, ja, du warst einfach auch, dir ging es nicht so gut. So, du warst auch, ne, also da war auch eine Krankheit so und die hast du ja echt gut auch bewältigt einfach, ne? Also, ja, also wovon du sagst, wovon Caro gerade spricht, ist, ich hatte eine Krankheit, die nennt sich Sarkoidose. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die Lunge befällt, aber auch die Haut. Und alle Ärzte, die ich aufgesucht habe, haben gleich immer fatalistisch mir gesagt, dass man da nichts machen kann, dass da sich nichts ändern wird und wollten mir immer Cortison andrehen. Und so weit war ich dann doch nicht interessiert, Cortison in meinen Körper zu lassen, habe erstmal andere Wege gesucht, bis Caro dann mir sagte, dass ich mir da keine Sorgen mache. Die Einzige, die mir sagte, ich soll mir keine Sorgen machen, es gibt auch noch andere Methoden, andere Wege. Alle anderen haben sie eigentlich nur abgewendet und wollten nicht helfen, selbst Ärzte. Weil sie überfordert waren. Genau. Mhm. Und mir jetzt mittlerweile nach, ich habe diese Kondose jetzt 5 Jahre lang und jetzt erst seit einem halben Jahr wird das besser. Seit einem Dreivierteljahr vorher war das... Seitdem du mit der Entgiftung auch angefangen hast. Genau. Ja. Und jetzt ist es so, ich hatte sogar, man kriegt ja Flecken am Körper, ich hatte sogar einen im Gesicht. Und die Flecken sind jetzt an meinem Körper fast komplett weg. Und das ist super klein geworden. Das Gesicht ist komplett weg. Mhm. Und das hat mich, wenn ich das jetzt nicht so angegangen wäre, hat mich das ganz schön runtergezogen. Ja. Das war eine harte Zeit, muss ich zugeben. Ja. Das ist ja gut, dass ich dann so gekämpft habe und dir des Öfteren in den Arsch treten musste. Ja. Das hat sich doch gelohnt. Ja, was ich an dir immer so ganz spannend finde, du hast ja auch eine ziemliche Geschichte hinter dir, wie wir alle, ne, du trägst ja wirklich auch, glaube ich, wie wir alle auch irgendwie viel Schmerz auch in dir. Und was ich an dir immer so ganz besonders fand, war wirklich so, dass du schon einigen deiner Kategorien, sag ich mal so, oder ja, Typ Mann einfach schon vielen etwas voraus bist. Und zwar, du sprichst einfach echt offen und gut über deine Gefühle und du reflektierst dich einfach auch total gut. Das finde ich bei dir immer total toll, wie du Dinge ansprichst und wie du darüber redest. Also du reflektierst einfach unheimlich toll. Kannst du vielleicht dazu irgendwas sagen, wie du das machst und vielleicht auch anderen Männern vielleicht auch gerade mit auf den Weg geben? Weil das ist ja immer noch so ein bisschen so Tabuthema, über seine Gefühle so zu sprechen, aber auch bei Frauen. Also glaube ich, gibt es gar keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Also viele Frauen unterdrücken genauso ihre Gefühle und reflektieren sich einfach nicht. Und gerade so in Beziehungen oder, ne, du hattest es auch schon, toxische Beziehungen. Und da sind wir ja alle irgendwie so ein bisschen geprägt oder gebrannte Kinder. Wie gehst du damit um? Also ich habe halt schon von meiner Naturell war schon immer recht kommunikativ. Und
ich habe halt irgendwann, ich hatte zum Glück durch, durch Freunde die, immer die Möglichkeit, alles anzusprechen. Und ich habe einfach irgendwann auch gemerkt, dass es mir nicht gut tut, irgendwas in mir zu halten. Natürlich gibt es Leute, denen würde ich mich nie anvertrauen, wenn ich ein Problem hätte. Man hat dann nur noch mehr. Aber, ich hab, aber es gab auch Leute, mit denen, wo du weißt, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt hast du jemanden, der auch in dem Thema ist oder sich dafür interessiert oder aus dem Bereich kommt, ob das jetzt du bist oder Holger, Dr. Holger Berg ist. Das waren immer Leute, wo ich wusste, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, mit jemandem zu reden und dann nutze ich die auch. Die auch zuhören. Genau. Ne? Und die sich gegenseitig zuhören und reflektieren. Und dann ist es ja so ein Hin und Her, dass man Fragen und Antwort und so habe ich mich dann auch wohlgefühlt. Und dann kann ich mich selbstverständlich auch öffnen. Aber ich bringe es auch schon so natürlich ein bisschen mehr mit als andere Männer vielleicht. Und ich sage es auch meinen Freunden immer wieder, du kannst dich ruhig mal mir anvertrauen. Mhm. Ich glaube, viele Männer, vielleicht vertrauen sich eher Frauen an oder so. Unter uns Männern, von Mann zu Mann, muss ich sagen, ist das was, was ich ein bisschen schade finde manchmal. Aber man kann sich ändern. Dass man nicht so darüber reden kann. Ne? Genau, ja. Ja, es ist halt immer noch so dieses Kumpel-Ding, ne? So lieber eher ein Saufen und Spaß haben so und bloß nicht über Probleme reden. So. Wir Frauen sind da ja schon irgendwie ein bisschen anders. Bei uns geht das manchmal pop, 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 pop. Ich glaube, da haben wir teilweise ein bisschen zu viel von dem, was ihr teilweise ein bisschen zu wenig habt. Also da sind manche Frauen auch teilweise sehr unerträglich, manchmal schon fast. Genau, weil überall Drama ist. Aber manchmal darf ja ein bisschen Drama auch sein. So. Und das ist eben gut, darüber zu sprechen. Weil dadurch, wenn man das rauslässt, kommt man halt in die Freiheit. Und da werden nicht wieder neue Toxine produziert, eben in Form von Gedanken. Ne? Alles, was man so unterdrückt und runterschluckt, ne, das sind ja auch so ne, Toxine eigentlich, weil sie Stress verursachen und weil sie jedes Mal Säuren produzieren. Und das dann auch wieder zu neuer Übersäuerung oder Vergiftung auch führt. Eindeutig ja. Ja. Ja, Barmi, das waren doch schöne, knackige Worte. Kurz und knapp, aber hoffentlich verständlich. Ja. Das war sehr schön. Ich glaube, du konntest uns gut was mit auf den Weg geben. Und ich bin ganz stolz, wenn ich dich sehe. Auch ich finde das richtig toll, was du machst. Auch jetzt, du bist Lehrer, du unterrichtest Kinder oder Jugendliche, ne, sogar. Also Jugendliche und Erwachsene. Genau, ja. Aber ja, ich viel Kontakt mit Menschen zu nehmen. Ja. Und du gibst was weiter, das ist ganz toll. Ja. Und man muss auch fit sein und gute Laune haben dafür. Und das geht am besten, indem man gesund und bewusst sich ernährt und lebt. Ja, das ist wohl so. Dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Und genau, wir sehen uns auf dem Dancefloor. Ja, ich sehe dich auf dem Dancefloor. Ciao. Ciao.